Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Und zwar waren wir heute in Aachen, in der Stadt. Wir dürfen ja mittlerweile wieder überall rein, ohne Test zum Glück und ne, ohne Termin. Und dann waren wir im Manga Mafia Store und da habe ich diese schöne Snackbox gesehen und wir gucken jetzt mal zusammen rein. Ich habe die zwar schon aufgemacht, aber dann fiel mir ein, ich kann ja mit euch zusammen reingucken. So, ich habe erst gedacht, das wären Mochis, aber das sind Marshmallow-Irgendwas-Dinge. Sind das Mochis? Da kotzt eine Katze. So, kurz die Katzenkotze beseitigt, beziehungsweise mein Mann hat die Katzen. Ja, gut. Ja. Vielleicht probiere ich gleich mal so eins und informiere euch darüber, was das ist. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das sind Daifukus. Hello Panda! Funfield Biscuit Treats. Mit Matcha. Die sind irgendwie wie unsere Pandas. Nur mit Matcha. Hast du gehört? So, da steht es auch auf Deutsch drauf. Schokokekse mit Matcha-Grünteefüllung. Da bin ich mal gespannt. Der Hubi, mein Männer, hat noch was zu den Marshmallows. Das sind Sesammochis. Sesammochis. Seht ihr, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. So, wa oh, was haben wir denn? Oh mein Gott. Ist das Es süß? ist Bubble Tea! Wir sind heute, glaube ich, eine halbe Stunde in Aachen rumgelaufen. Stunde. Eine Stunde, damit ich Bubble Tea haben kann. Und jetzt habe ich einfach Bubble Tea in der Dose. Bubble Milk Tea. Mein Gott, ist das geil. Ocean Bump Bubble Milk Tea. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also, da bin ich. Was ist das denn? Grilled Corn. Wie geil ist das denn? Popping Corn Chips. Wie geil ist das denn? Aha. Das wird aus dem Korn, also. Boah, Leute, ich werde gleich alles probieren. Alles will ich probieren. Ah, oh, die habe ich mir überlegt mitzunehmen. Da war Chin Chan drauf. Ja, aber Die dazu muss man sagen, dass die einzeln 4 Euro kosten. 4,50 Euro. Auch sowas hier. Ja, Die das hat Dose 4 4 Euro. Euro. Ja, das hier hat 4,50 Euro gekostet, das, was da stand. Also, das ist. Das ist. Biscuits? Nein. Was ist das? Weißes Pulver. Sesam? Nee, das ist fest. Ich informiere mich. Okay. Und da sind noch mehr Mochis. Die haben mir jetzt nicht so gut geschmeckt, aber. Das ist ein What the Sesammochi. fuck? Das sind Reiscakes. Reiscake? Das sind Mochis. Kann ich mir sagen, was er wollte? Das sind Mochis. Na gut, ist jetzt. Naja. Ist ja nicht. Und ich glaube, jeder, der TikTok hat, kennt diese Drinks, oder? Wo oben diese Perle ist, die man da rein stoßen muss. Genau, das wird dann da reingedrückt, ne? Mein Gott, ist das mega. Die Flasche sieht ja allein schon schön aus. Also, ich habe es jetzt mal aufgemacht. Diesen Deckel da oben muss man irgendwie jetzt hier noch rausholen und dann da reindrücken. So, ich habe das jetzt da rausgeholt und dann kommt das jetzt hier so drauf. Ist das richtig? Ich glaube ja. Mein Gott, das Ganze mit links ist natürlich Kacke. So, ich habe das Handy einfach mal in die linke Hand genommen. Versuche jetzt mit rechts zu drücken. Es ist aber auch nicht besser. Da steht einfach nur, dass man drücken soll. Mein Gott. Als ob die Japaner das Ich aufkriegen. kann das nicht. Okay, mein Männer macht's. Ich film, du drückst. Du hast Nee, es geschlappert. läuft. So, es ist geschafft. Hier ist. Da ist jetzt die Kugel drin. Ich probiere es jetzt mal. So, ich probiere das Ganze mal. Ich würde jetzt vermuten, das ist Ananas. Weil Ananas drauf ist.
Es schmeckt nach Ananas. Ich habe mir das viel süßer vorgestellt. Das ist gar nicht so süß. Aber es ist voll lecker. Vor allem voll viel Kohlensäure. Kann man machen. Das ist cool. Ich habe mir jetzt überlegt, das Mochi hier zu probieren. Das ist dieses Sesam-Mochi. Wir lassen es mal schmecken. Also die letzten Mochis, die ich gegessen habe, die haben mir nicht so gut geschmeckt. Deswegen. Es riecht schon okay. Die Konsistenz, ich meine, das sieht ja hinten aus wie so ein kleines Footloch. Wo das gefüllt worden ist. Die schmecken auf jeden Fall ganz anders als diese Mochis, die du in Deutschland kaufen kannst. Die sind auch viel fester. Die sind gut. Finde ich mega lecker. Ich glaube auch nicht, dass das Sesam ist. Doch. Sesam. Richtig lecker. Ich hatte mir mal Mochis geholt. Die waren so Sushi, was du beim Edeka, Kaufland und so bekommst. An diesen Sushi-Theken. Und das war nicht so der Burner, aber die. Die sind lecker. Ich habe mir gedacht, wir probieren noch die Pandas mit dem Matcha-Tee. Oh, Leute, ein Träumchen. Die sind so lecker. Die sind super. Ich würde sogar noch mehr probieren, aber ich weiß nicht. Weiß nicht. Ob ich die Mochis jetzt hier aufmachen soll? Komm, die probieren wir noch. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Mochis wirklich probieren möchte. Weil hier steht Best Before 19.03.2021. Ich glaube, diese Mochis sind abgelaufen. Also, die sind auch abgelaufen. Am 20.05. Jo. Ich meine, die können ja nichts dafür. Ich glaube, die bestellen die Boxen. Und, ja. Oh, nee, das ist noch bis, bis 2020. 22. Das hier bis 2027. Ja. Schade. Ich hätte diese Mochis gerne noch mit euch probiert. Vielleicht kriegst du sie ersetzt. Vielleicht ist das jetzt auch, ne? Ja. Ich drehe das Ganze mal rum, weil ich möchte diese Box nicht schlecht reden, weil ich finde das mega. Vielleicht ist das jetzt auch alles durch Corona, dass das, was weiß ich, ne, die bestellen die Sachen ja auch, dass das da länger stand, dass da keiner drauf geachtet hat und deswegen möchte ich da keinen schlecht reden. Ich gehe da morgen einfach hin, sag denen das, so wie es ist und dann gucken wir einfach mal, weil die Box an sich ist mega geil. Ich bin da sehr begeistert von. Die Sesam-Mochis sind toll. Ganz anders, als die hier in Deutschland kaufen kannst. Und die sind mein Favorite. Und wartet, ich muss gucken, ob die hier noch gut sind. Die wollte ich morgen meiner Tochter essen. Bis Ende 9.2021, ja. Die können wir auch noch essen. Also ist doch nicht alles schlecht, was da drin ist. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt ein Verbraucher und bin nicht angepisst darüber. Kann ich nicht sagen. Also das kann passieren. Passiert. Ich arbeite im Einzelhandel und da haben wir auch schon mal was Abgelaufenes gehabt. Da kann sich keiner von freisprechen. Von daher gibt's einen Daumen hoch für die Box von mir. Und ich gehe da morgen hin, quatsch mit denen. Ich halte euch auf dem Laufenden und wenn ihr diesen Content cool findet, lasst mir doch einen Daumen hoch da und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ich einmal im Monat so eine Box hier für 20 Euro holen soll und dann verkosten wir die. Wie wär's? Sollen wir das machen? Also ich hätte Bock drauf. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.